Das hier ist ein iPad Pro und das hier ist auch ein iPad Pro. Beide Modelle teilen sich eine Gemeinsamkeit, den neuen M1-Chip. Aber wird das die Zukunft des Computerdaseins oder wird diesen Modellen auch das Gleiche passieren wie den iPod Touch aktuell? Worum geht's? Nun, lass uns darüber reden. So, und damit willkommen zu einem neuen Video hier bei TurnOn. Heute auch mit mir, dem Alex. Ihr habt schon gesehen, wir reden über die neuen iPads. Bevor wir aber ins Philosophische abdriften und mit euch über eine fast schon grundsätzliche Thematik sprechen wollen, machen wir ein kleines Roundup. Nehmen wir euch mit in die Specs der neuen Gerätschaften, weil manche von euch sind ja auch an sowas interessiert und reden wir nicht lange drum herum. Steigen wir direkt ein. Beide Modelle sind auch so wie bisher. Das heißt 12,9 Zoll in der großen Variante und 11 Zoll in der kleinen Variante. Das Tolle dabei ist, wenn es um die Innereien geht, gibt es eigentlich mittlerweile gar keinen Unterschied, bis auf eine, zu dem kommen wir gleich zu sprechen. Aber das, was gleich ist, ist zum Beispiel die Abstufung des internen Speichers. Geht los mit 128 GB und endet bei 2 TB. Und da sind wir dann noch preislich ganz oben bei um den dicken Daumen 2.500 Euro. Aber auch weiter ist jetzt bei beiden mit an Bord 5G. Wenn euer Tarif das auch so hergeht, SIM-Karte rein oder eSIM rein und 5G genießen. Dazu haben nun beide den neuen Thunderbolt 3 bzw. USB 4 Anschluss, sodass ihr jetzt auch nicht nur entsprechende Thunderbolt Monitore anschließen, sondern auch beispielsweise externe Gerätschaften über Thunderbolt verbinden könnt, wie zum Beispiel externe Thunderbolt Festplatten. Sonst von der Konnektivität, also Wi-Fi, Bluetooth sind sie auch gleich. Wenn es um das Lautsprechersystem geht, auch soweit gleich. Wenn es um Face ID geht, gleich. Wenn es um Front- bzw. Rückkamera geht, gleich. Jetzt kommt aber die eine Sache, die sich gänzlich unterscheidet. Wir haben hier, wie bei den bisherigen Modellen, das klassische Liquid Retina Display. Hier aber bei dem großen Modell das neue Liquid Retina XDR. Also es ist angelehnt an das Pro Display XDR, Pro XDR Display, der professionellen Linie mit dem Mac Pro von Apple, aber es ist technisch nicht ganz das gleiche. Dennoch sind die Features sehr identisch zu dem großen professionellen Bruder bei Apple, dem XDR-Display, dem großen. Denn ihr habt jetzt auch hier volle HDR-Unterstützung, das heißt bis zu 1600 Nits, wenn HDR angezeigt wird in den hellen Bereichen, die da angezeigt werden können, was auch entsprechend den Dynamikumfang dann ausmacht. Und im Normalbetrieb bis zu 1000 Nits an Helligkeit bei diesem Display. Das Interessante, wie das Ganze dann funktioniert, ist mit dieser neuen Micro-LED-Technologie mit um den dicken Daumen irgendwie 10.000 Micro-LEDs, die da werkeln, bieten dadurch auch ein größeres Kontrast oder ein höheres Kontrastverhältnis, was nicht ganz an OLED rankommt, beziehungsweise noch gar nicht an OLED rankommt, aber schon sehr viel interessanter aussieht als die klassischen Panels aus den bisherigen Tablets oder Telefonen seitens Apple. So, was das wieder für Vor- und Nachteile mit sich bringt, da gibt es ja mittlerweile im Internet genug Artikel, auf die man stößt und die man sich angucken kann. Ich glaube, das ist dann auch eher so eine Sache des Einsatzzweckes, aber da greife ich jetzt schon ein bisschen zu weit vor, also beim Thema Einsatzzweck. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail reden. So viel aber erstmal zu den Specs. Ach so, und für all diejenigen, die es vielleicht auch interessant finden, ihr seht es hier schon, wir haben es hingestellt, es gibt auch neues Zubehör. Also nicht nur Electric Orange als Folio, also dem Gummilappen, sondern eben jetzt auch ein neues Magic Keyboard für die iPad-Reihe. Vorher war es nur in Schwarz und jetzt ist es passend, zum Beispiel auch hier zu den silbernen iPads, die wir haben, die es ja auch sonst auch in Space Gray gäbe, ein weißes Modell. Auch hintergrundbeleuchtet und mit allen Features, die man dazu braucht, mit Anschlüssen an der Seite und so und natürlich mit dem Trackpad. Ist optisch eine Nummer netter, wie ich finde, als immer das gleiche und wegen Fingerabdrücke auch sehr viel unempfindlicher. Tja, okay. Also so viel zum Drumherum. Kümmern wir uns jetzt um die wahrscheinlich wichtigste Frage. Ich meine, wird diesen iPad-Modellen tatsächlich allen irgendwann mal das Schicksal eines iPod Touches ereilen? Na, damit wir diese Frage beantworten können, müssen wir nochmal einen Step zurück und uns die Tablets an sich anschauen. Also in ihrem jetzigen Zustand und auch im Verhältnis zu dem, was es sonst so gibt. Und da fällt uns Folgendes auf. Eigentlich könnten wir irgendein Video über Android-Telefone in den letzten Wochen oder Monaten jetzt hier verlinken, weil die teilen sich jetzt die gleiche Problematik. Und zwar sind die iPads overpowered. Das heißt also, da steckt jetzt so viel Technik drin, so viel
potenzielle Leistung, die aber aktuell nicht genutzt werden kann. Bei einem klassischen Android-Smartphone war das ja immer mit diesen, wir haben jetzt 8, 10, 12, 14, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher in einem Android-Phone, aber die Frage ist halt, wofür? Und hier ist es eben jetzt mittlerweile sehr ähnlich. Wir haben 2 Terabyte internen Speicher, wir haben den M1 8-Core, wir haben dadurch dann Möglichkeiten, die sonst den Desktop-Computern vorbehalten waren, beziehungsweise immer noch vorbehalten sind und dort die Leistung ins Unendliche steigern und hier noch ganz andere, eben durch Thunderbolt 3 USB 4 Verbindungsmöglichkeiten, wo man sich denkt, okay, wohin denn damit? Es gibt keine Docks, keine Gerätschaften, die das wirklich ausnutzen, weil dann da die Software nicht, also nochmal kurz zum Erden, auch all diese Overpowerheit, die da drin ist, wohin soll die gehen? Denkt mal nach. Software, die das nutzen könnte, ist eigentlich nicht vorhanden. Hardware, die das nutzen könnte, ist zwar vorhanden, kann aber dann die Software dafür nicht nutzen, weil die Software, die darauf läuft, eben nicht all das unterstützt, was Hardware für sonst solche Ausstattungen leisten könnte, weil sie aber für andere Systeme gemacht ist. Stichwort iPadOS bzw. Stichwort macOS oder Windows oder whatever in den klassischen Gerätschaften. Weil hier kommen ja eben, hier kommen zwei Plattformen zusammen. Das heißt, wir haben einmal Desktop und mobiles Arbeiten. iPadOS mit dem iPad soll sein wie ein Computer, den Computer gar ersetzen, ist aber eigentlich gar kein Computer softwareseitig, obwohl die Hardware jetzt theoretisch ein Computer wäre. Also das iPad versucht sich irgendwie immer in Richtung Desktop anzunähern, ist es aber noch lange nicht. Aber Desktops waren immer schon Desktops, Computer. Haben aber in der letzten Zeit, gerade bei Apple, es geschafft, sich immer mehr in Richtung Mobile anzunähern. Also nicht zwingend softwareseitig, aber zumindest hardwareseitig, dass man beispielsweise auf macOS jetzt problemlos iPad-Apps ausführen könnte und hat dadurch gleichzeitig noch die Vorzüge und Möglichkeiten eines Desktop-Computers bzw. der Desktop-Software. Das bedeutet also, die zwei gehen von beiden Richtungen so und treffen sich aber nicht in der Mitte und überschneiden sich vielleicht manchmal in der Mitte, aber trotzdem, der Mac, der in Richtung Mobile geht, könnte dann immer noch sehr viel mehr als das iPad, das in Richtung Desktop geht. Und das ist diese Bredouille, die das iPad jetzt so nicht in der Mitte, aber irgendwo zwischen Seite und Mitte stehen lässt und so undefinierbar macht und man nicht weiß, wohin jetzt damit? Es ist jetzt auf einmal ein Gerät mit toller, toller Hardware, hochwertig verarbeitet, aber mit Möglichkeiten, die man niemals in seiner aktuellen Form umsetzen könnte. Ist das nicht weird, wenn man darüber nachdenkt? Und da gäbe es auch wirklich gerade gar keine alternative Möglichkeit, außer nur vielleicht noch schöner mit einem Stift auf einem schöneren Display rumzukraxeln. Aber dafür braucht es keinen krassen M1. Und dieser Vergleich oder diese Position des iPads ermöglicht jetzt eben den Vergleich mit dem iPod. Ich meine, was ist ein iPod? Manche kennen ihn vielleicht noch, manche vielleicht nicht mehr, weil ich meine, ein iPod ist ja im Grunde nur ein Musikplayer mit einer eingeschränkteren Ausstattung gegenüber einem iPhone beispielsweise. Also ein iPhone ist dadurch auch ein iPod, kann aber noch mehr machen als ein iPod. Und das, was ein iPod in seinen Möglichkeiten halt noch so kann, trotz des kleineren Displays und kein Touch-ID, sondern noch Knopf und schlechtere Kamera, bla, ist das, wie er es kann, mit den Möglichkeiten von älterem Bluetooth und was auch immer, eben auch nicht so geil wie beispielsweise ein modernes iPhone, was dadurch auch Bluetooth 5 kann oder sowas. Also viel bessere kabellose Konnektivitätsmöglichkeiten. Also ist ein iPhone unterm Strich ein iPod, nur mit noch mehr. Und so ist es jetzt eben auch bei Mac und iPad. Die Macs sind jetzt wie iPads, beziehungsweise können das, was die iPads auch können, nur eben noch mehr. Und ein iPad kann einen Teil von dem, was iMacs können, aber halt nicht mehr. Jetzt würde eigentlich dem Mac noch ein Touchscreen fehlen und dann wäre die Bredouille oder das Dilemma perfekt. Jetzt sollte man aber nicht zwei Systeme in einen Topf werfen, das heißt also ein mobiles System und ein Desktop-System, also macOS und iPadOS, weil sie ja schon eher anders funktionieren, iPadOS eher wie so ein iOS, aber auch nicht wirklich, schon ein bisschen mehr, aber nicht ganz wie macOS. Und macOS ist ja schon für sich stehend und nicht ganz wie iOS oder iPadOS, obwohl es die Sachen auch von iPadOS bzw. iOS jetzt auch abspielen bzw. darstellen könnte aufgrund der neuen Architektur. Und da sind wir halt schon wieder an diesem Konfliktpunkt angelangt, den wir einfach so nicht lösen können, weil eigentlich jetzt unterm Strich Apple die Ansage machen muss, in welche Richtung jeweils die Geräte gehen sollen. Und wenn es die Geräte sind, dann wenigstens die Software.
Also entweder müsste das iPad jetzt so komplett umstrukturiert werden, nicht hardware-seitig, aber software-seitig, dass man sich denkt, wow, das ist jetzt wirklich ein Computer. Aber dann kommt man wieder in die Problematik, wozu gibt es denn noch MacBooks? Und wenn wir jetzt dieses Fass aufmachen, ich glaube, dann implodieren all unsere Gehirne. Zumindest ist der Gedanke dahinter so interessant, dass ich euch gerne einlade, mitzudiskutieren. Also spammt die Kommentare voll mit allem, was euch dazu einfällt oder wie ihr die Entwicklung in diese Richtung seht, ob ihr das vielleicht als total schwachsinnig ansieht und man mittlerweile überhaupt gar keinen Überblick mehr hat, was das alles soll. Oder ob ihr sagt, das ist ja bisher nur der Grundstein in eine Richtung, die Apple einschlägt, die aber erst abgeschlossen ist, wenn ein, zwei Jahre vergangen sind. Weil wir hatten ja auch mal von denen mitbekommen, dass ja ein Prozess gerade mit dem M1 stattfindet, der eine Weile dauern wird. Also postet es fleißig rein und bis dahin schaue ich mal, ob man nicht vielleicht doch macOS irgendwie drauf bekommt. Das wäre ganz schön geil. Aber jetzt würde es ja theoretisch gehen. Die Tastatur dazu. Das wäre schon cool.